Filter ein bisschen was. Ach so. Ach, tatsächlich. Filter Hype? Filter Hype? Okay. Da fehlt Hype. Ansage an Revi. Revi, du. Okay. Das ist natürlich jetzt die Frage, gehen wir drauf ein und verhelfen dem Jungen auf seinem Zweitkanal, dass er über 100.000 Views kommt? Oder geben wir einen Scheiß drauf? Was sagt ihr, Chat? Ziehen wir uns das rein oder nicht? Ich meine, es ist auch für Leaking wieder gut, ne? Komm, ich schau einfach mal rein. Ich schau einfach mal rein, was ihr zu sagen hat. Leo, Nico, danke schön. Leute, was geht zum... Was war das denn gerade? Erstmal einen chilligen Schlaganfall zum Anfang. Leute, was geht zum neuen Video? Viele haben es sich gewünscht. Jetzt ist es endlich soweit. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst... Chillige Facecam aber, Digga. Vielleicht kann man den, vielleicht kann man die noch ein bisschen mehr rot machen. Lasst unbedingt ein Abo da, like dieses Video und ich würde sagen, let's go. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Muss man sich mal vorstellen. Ich sitze jetzt hier und ich sitze jetzt hier. Okay, wo ist denn jetzt die Ansage? Wo ist denn jetzt die Ansage? Also wir wollen ja... Okay, könnt ihr mir sagen, wo die Ansage ist? Ich bin reich! Und damit herzlich willkommen zu unserer Wohnung. Was ist das für ein Reaction-Video? Der sagt ja gar nichts. Wunderschön. Hallo? Von unserer neuen Villa auf Madeira. Es gab jetzt 2 Tage kein Content. Wir hatten Akani. Ganz schnell zurück. Wir waren hier. Das war Taro hier. Das ist so, Alter. Geht da mal raus. Taro, rein. Los, rein. Ah, jetzt geht's hoch. Okay, jetzt können wir weiter schon. Bei 9,16. Aussicht über die Stadt Funchal, ja. Seit wann macht Siebex Rex? Sagt der noch irgendwas dazu? Digga, der hat einfach seine Facecam über mein Video gelegt. Und guckt das Video. Aber sagt nichts. Der sagt nichts. Der sagt gar nichts. Junge. Wie chillig. Chilliges Video. Chillige Reaction, Bro. Nein, wirklich. Chillig. Chillige Reaction. Ehrlich. Es ist sehr, sehr geil. Ich guck mal ein bisschen weiter. Die Terrasse ist halt eine 10 von 10. Ja, ja. Ich würde sagen, die Terrasse ist eine 9 von 10, wenn ich ehrlich bin. Extrem geil ist, denn wir haben hier von Madeira aus regelmäßige Streams. Wir haben Streams im Kochbereich. Wir haben Streams im Grillbereich. Wir haben einen Cutter, der tatsächlich gerade versucht, sein Gehalt zu erpressen mit einem Messer in der Hand. Und wir werden die Polizei rufen. Das alles haben wir hier. Hier ist nochmal dieser... Ah, Siemens hat bei einem Video von bei mir gelacht. War das nicht früher noch Schmutz-Content? Den ihr mir gesagt habt. Eine richtig geile Barbecue-Area. Es wird verschiedene Streams geben mit Anise Duck, mit Reefs, mit Unger und so weiter und so fort. Wird richtig, richtig nice. Just for your info, wir sind alle zumindest erst geimpft und schon getestet. Natürlich mehrfach PCR, Corona-Schnelltest, alles. Das kommst du hier gar nicht hin. Ach, zehnmal Ich darf mich nicht aufführen wie ein König hier, ne? Wir sind alle auf jeden Fall mehrfach getestet und so, macht euch keine Sorgen. Das hier ist ja auch... Der sagt nichts. Auch für uns nicht nur, das muss ich nochmal wiederholen, Urlaub. Größtenteils ist es Content Vacation, weil wir hier drehen und wir sind wegen den Grundstücken nochmals hier. Dazu aber die Tage tatsächlich. Die waren vorgestern Grundstücke. Das ist auf jeden Fall ein richtig nicer Garten, no joke. Das macht der noch irgendwas? Ich kenne mein eigenes Video. Der hat dich gesehen. Ich bleib, komm mir nicht auf 8 Minuten dick hier. Schon mal 3 Häuser in seinem Leben gesehen. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Portuguese Guy is also here. Hello. Hä? Digga, der redet ja noch weniger als Monte in der Reaction. Er mag das Video einfach. Er guckt einfach gerne meinen Content. Der Reaktionsbus ist zurück. Digga, der ist nicht nur nach Köln gezogen, der Typ hinter uns her. Akani hat doch ein echt Problem mit ihm, wie ihr vielleicht seht. Er ist auch einfach Akani, man. Das ist so weird. Akani, lass es. Ja, das ist auf jeden Fall unsere wunderschöne Außen-Area hier. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Sitzgruppe. Aber der Schnauzer ist cool. Und habe ich mir hier gedacht, ey, das wäre doch eigentlich auch mal ein Ding, dass man einfach mal sagen kann... Einfach
mal ein bisschen DJ-Streams macht, wenn ihr darauf Bock habt, grit, weil wir haben ja richtig schöne Aussicht. Ich habe Angst vor dem DMCA-Strike, ich sag's wie es ist, ich habe gestern den ganzen Abend, aber, boah, hier riecht's über... Ja, Digga, der Hund hat sich unter mich gelegt einfach und lässt hier einen ziehen. Wie wieder? Digga, Akani, ist es dein Ernst? Er legt sich wirklich unter mich und scheißt einfach hier gefühlt unter... Digga, der ist einfach ein Re-Upload mit Z-Max Facecam drin. Wann kommt denn jetzt meine Ansage? Komm, ich will es jetzt wissen. Beste hier. Ja. Ich will den Koffer genau. Warum reagierst du auf dein Video? Ich weiß nicht, irgendein Typ hat sich da oben noch da reingekroppt. Stell vom Raum hinstellen. Ja, lass uns den lieber... So, ja. Dann blockiert er noch mehr. Mhm. Gut gemacht. Hier ist Elif's Zimmer. So, ich bin jetzt auf die Ansage gespannt. Wo ist er denn? Ja, enjoyt einfach mal das... Leben. So viel dazu. Ihr seht, ich bin extrem gehypt, ich bin aber extrem müde. Das ist auf jeden Fall das. Sehr geiles Treppenhaus hier von der Architecture her. Auch alles hier Smart Home, ne? Funktioniert nicht, ist mega cool. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier tatsächlich eine Skulptur. Guck mal, der ist echt unterhalten. Die ist von Tanzverbot. Sehr, sehr geil, da werde ich heute Abend rein, weil ich immer noch Single bin. Aber Reeves und Anni sind ja hier. Mal schauen, ob... Ja, komm schon. Gut, ihm schreiben auf Instagram. Mal ganz kurz hier in mein Zimmer, das hier ist mein Duschbereich. Ja, er ist unterhalten. Achtung, die Ansage kommt jetzt gleich. Okay. Wir schauen. Ich Single bin, sollte hier zillige Ansage, way to dank. Ach komm, lass mich aber in Ruhe. Hier ist auf jeden Fall doppeltes Badezimmer, ne? Okay. Doppeltes Waschbecken für zwei Personen, ja. Weil ich ja Single bin. Hier, Kleiderschrank tatsächlich. Jetzt mal ehrlich, unter uns, denkt ihr, er hat Haus? Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Ist das die Ansage? Ist echt sehr, sehr schwer zu sagen. Aber wenn, dann nur so Deutsche, weißt du. Ist das die Ansage? War das schon jetzt die Ansage, dass er in Frage stellt, was, wie mein Sexualleben aussieht? Also Bro, ich will mich nicht profilieren oder so. Aber es gibt eine treffende Aussage von Asitoni, die es ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Und zwar pflegte Asitoni damals zu sagen, ich habe mehr gefickt, als du in deinem Leben gepisst hast. Und das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, in dem übrigens auch verschiedene Frauen standen, stehen. Würde ich jetzt auch weiter gar nicht drauf eingehen an der Stelle. Extrem geil. Zwei Mal Streit auf beiden Seiten. Ja, da könnte man halt hier die Frau, hier den Mann machen. Das war noch gar nicht die Ansage. Ich bin immer noch Single. Und ja, hier habe ich... Wie du die einräumst, du Tryhard. Dick, oh mein Gott. Das war's, oder wie? Das ist ja echt traurig. Achso. Ist das die Ansage jetzt? Jetzt kommt die Ansage, oder? Die Tasche ist aber extrem wild. Ich definiere mich nur noch über solche Sachen. Bis auf jeden Fall dazu. Badezimmer extrem schön. Da ist keine Ansage. Und hier, meine Freunde, hallo? Das hallo. Liebesparadies, das Master hallo. Bedroom, ja, großes Kingsize-Bett. Da ist keine Ansage. Riesiges Kuschelbett und hier vorne mein Bett halten wollte. Ich finde es extrem geil. Wirklich. Das Ding ist halt, ich habe über die letzten Jahre halt ein... Wenn ihr Bock habt auf einen Tag Baby als Video, was? Dann hier ist auf jeden Fall mein Schlafzimmer hier. Hallo, was ist das? Wie gesagt, hier könnte ich mit jemandem schlafen. Chat. Auf wie zu beten, da kommt keine Ansage. Bei 9,16. Das Video ist 9,15 lang, Digga. Der hat mich hops genommen. Der fickt mich, Digga. Der fickt mich. Da ist nichts. Da ist keine Ansage. Der fickt mich einfach. Warum fickt er mich? Warum fickt er mich so? Hier könnte ich mit jemandem schlafen. Das ist ein Babybett, da schlafe ich mit niemandem drin. Hier könnte ich mit jemandem schlafen. Da könnte ich mit jemandem schlafen. Aber ich bin immer noch alleine. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen. Jetzt kommt sie, am Ende kommt die Roomtour. Ach, die Ansage. Hallo? Loser, Alter. Ja, das war's auf jeden Fall für die Roomtour. Wartet auf jeden Fall auf die Vlogs, die werden geisteskrank. Heute Abend gibt's ja das erste große Modell. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ach, jetzt, was soll ich jetzt euch kommt sagen? Die Ansage. Auf jeden Fall wilde Villa. Kann man auf Achtung. Jeden Fall machen. Die Klicks wurden mitgenommen. In diesem Sinne. Was? Das war's auf jeden Fall vom Video. Was? Falls ihr neu auf dem Kanal seid, Abo nicht vergessen. Like das Video. Neben meinem Kopf kommt ihr jetzt zu dem letzten Video von gestern. Und tschüssi. Skrr. Digga, der hat... Hört auf, Jebaited im Chat zu schreiben. Hört auf, Chat. Digga, der hat einfach mit uns allen... Leute, was geht? Der hat einfach alle... Digga, der hat uns ja alle, der hat uns ja alle, der hat uns ja alle, der hat uns ja alle komplett... You got Jebaited. You got Jebaited. You got Jebaited. 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 Jebaited.
Digga. Dankeschön. Nee, saugeiles Video. Nein, Leute, warum wegstriken? Warum denn? Der hat sich doch wirklich Mühe gegeben mit dem Video. Z-Max hat sich mit dem Video wirklich Mühe gegeben.